Allererste Frage. Stufe 4, was bedeutet das? Autonomes Fahren. Stufe 4 bedeutet das, dass sie total die Verantwortung des fahrenden Autos, selbstfahrendes Auto, an das Auto geben. Das heißt, dass sie nicht sich darum kümmern. Okay. Das fährt von sich selbst. Das heißt, wenn ich Sie jetzt auf eine Spritztour einlade, nehmen wir hinten Platz. Nehmen wir Platz. Dann machen wir das doch mal. Ja, das. Müssen wir uns anschnallen? Nein. Nein. Ja. Das Autos werden das sehen, sehr, sehr sicher. Okay, was ist das hier jetzt für ein System? Das ist ein System, das sich dafür darum kümmert, dass das Auto von sich selbst fährt. Und Sie werden das sehen. Der Fahrer wird ohne Hand, ohne Füße und das Auto wird von sich selbst fahren. Aber er muss da sitzen. Wegen? Er könnte aus dem Auto rausgehen, aber das ist zurzeit noch nicht erlaubt. Noch nicht erlaubt. Deshalb, aber er könnte das. Das Auto könnte von sich selbst absolut fahren. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, ab wann kann man rechnen, dass man das tatsächlich auf der Straße selber testen kann? Das wird dann Schritt für Schritt gehen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Es muss noch viele Technologie entwickelt werden und auch die Regelungen müssen geändert werden. Das ist zurzeit noch nicht erlaubt und die Technologie und die Regelungen werden auf dem gleichen Schritt dann sich entwickeln. Sie werden gucken, das Auto jetzt geht von alleine. Der Fahrer. Ich kontrolliere das mal eben, ob er auch wirklich nichts macht. Der Fahrer handelt das Auto nicht. Also wirklich tatsächlich. Und Sie werden gucken, das Auto wird etwas schneller gehen, 20 km pro Stunde. Und selbstverständlich nach links geht. Und er sieht, dass der Ampel grün ist. Ah, okay. Und es wird weitergehen. Ab was für eine Autogröße wird das denn serienmäßig sein? Für alle Autos oder nur für die größeren? Nein, nein, das kann mit allen Autos sich entwickeln. Das ist überhaupt nicht für. Das wird wahrscheinlich mit Premium-Auto anfangen, aber relativ schnell wird das für alle Autos möglich sein. Hier ist ja Infrarot, hier sind 3D-Kameras, das ist so ein bisschen eine Art Hybrid. Das ist Hybrid-Technologie. Wir brauchen verschiedene Technologien, sodass wir dann die Sicherheit sicherstellen können. Das ist nicht nur Kamera, das muss gleichzeitig Kamera, Radar, Laserscanner, was wir LIDAR benennen, und auch andere Technologien, die fusioniert werden müssen, sodass dann die Sicherheit sichergestellt wird. Was kostet das dann für den Endverbraucher? Das müssen Sie unseren Kunden fragen, wie viel das kostet wird. Aber das muss preiswert werden, sodass dann sich... Ist das wirklich realistisch, wenn Sie schon sagen, dass es zu viel kann? Das ist realistisch, das preiswert für den Fahrer kostet. Aber das wird noch einige Zeit dauern. Alles klar, das heißt, ich muss noch ein bisschen warten, bis ich mit Ihnen über die Champs-Élysées fahren kann. Ja, das wird schneller Sie erwarten können. Ich nehme Sie beim Wort. Danke. Alles klar, danke Ihnen. So, dann danke fürs Fahren, brauchen wir ja nicht sagen, aber trotzdem jetzt.